Oh mein Gott. Warum muss ich ausgerechnet hier durchfahren? Ich fühle mich zu 20% überfordert und damit meine ich 100. Die beiden gießen hier die Straße, damit es ein bisschen anspruchsvoller wird. Komm, gut. Komm, Barney. Komm rein. Komm, Barney. Komm rein. Komm, wir schwimmen jetzt. Tag 14 beginnt in Amsterdam. Auf dem Campingplatz Seeburg habe ich die Nacht zugebracht. Der wurde mir empfohlen als besonders toll und stadtnah. Also er ist wirklich besonders toll und es ist beeindruckend, wie viele Zelte auf wie wenig Platz passen. Ich hatte nicht nur direkte Nachbarn, sondern also wirklich unsere Zelte standen mit 5 cm Abstand aneinander. Trotzdem, ich habe auf jeden Fall heute oder gestern Abend sehr gemerkt, ich hätte gestern einfach nicht nach Amsterdam fahren sollen, sondern in Almere oder wie der Ort heißt, stoppen sollen. Da wäre ich um 18 Uhr angekommen, ich hätte in Ruhe aufbauen können, ich hätte auf jeden Fall was zu essen bekommen. Hier war es dann einfach so, dass ich, ja, erstmal habe ich ja gar keinen Platz bekommen. Dann, komischerweise, als ich die Kamera auf dem Kopf hatte, hatte ich dann plötzlich doch einen Platz. Mhm. Also, ist nur ein Gedanke, aber er hat seine Meinung sehr deutlich geändert plötzlich, als er gesehen hat, dass ich da irgendwas in die Kamera quatsche. Naja, dann wollte ich da was essen, da war ein Restaurant, weil ich hatte wirklich Hunger. Ja, ich war um 21.32 Uhr da, Küche hatte bis 21.30 Uhr geöffnet. Ja, dann habe ich festgestellt, wir sind hier schon relativ weit außerhalb. Also zu Fuß sind es 5 bis 6 Kilometer ins Stadtzentrum. Und ich bin gestern dann nochmal 3 Kilometer in die Richtung gelaufen, bis ich irgendwas gefunden habe. Habe dann erstmal einen Döner gegessen, der war richtig gut, aber ich hätte eigentlich 3 essen können. Auf dem Rückweg habe ich aber dann ein paar Holländer kennengelernt, oder 2 Holländer kennengelernt. Und die haben mir gesagt, und das hat mir jetzt auch schon jemand anders gesagt, Alter, mach nicht das typische Touri-Programm, ja? Sondern guck dir mal die schönen Seiten von Amsterdam an. Und genau das ist jetzt der Plan für heute. Das Wetter ist fantastisch. Ich werde mir jetzt gleich noch ein paar Sandalen, so Trekking-Sandalen zulegen. Vor allem in den Schuhen hältst du es nicht aus bei der Hitze. Und dann geht's an den Strand. Da treffe ich mich dann mit dem Kumpel. Und dann wird heute mal schön ein bisschen in der Sonne gegrillt. Und die Stellen meines Körpers, die bisher nicht die Chance auf einen Sonnenbrand hatten, werden noch mal ein bisschen nachgepflegt. Das ist der Plan. Eigentlich müsste der jetzt anhalten, nö. Aber der vielleicht, ja. Vielleicht links. Nee, das wird spannend hier in der Stadt. Neues Fußbekleidungskonzept. Die hatte ich mir im Supermarkt geholt. Hat sich jetzt, ja, für am Platz, am Zeltplatz und so ist das ganz nice. Aber um wirklich seriös hier, ne, die Füße zu schonen und denen auch die Chance zu geben, irgendwann auch mal braun zu werden, zumindest teilweise, gibt es jetzt die. Wo ich die gekauft habe, sage ich euch nicht, bis die da mir dafür Geld geben. Ne? Jetzt geht's zum Kumpel in Amsterdam. Der hat schon vorgeschlagen, dass wir irgendwo ans Wasser fahren und ein bisschen baden gehen. Das ist mir ganz lieb. Also ein bisschen abseits der großen Menschenströme. Das hatte ich nämlich heute Nacht auf dem Campingplatz genug. Ja, sind so 12, 13 Kilometer. Und dann gibt es da leckeres, selbstgekochtes thailändisches Essen. Das wird richtig geil. Deswegen gab es jetzt hier auch gleich nur eine Kleinigkeit. So. Es wird langsam etwas städtischer und damit anspruchsvoller. Eben gerade kam ja auf dem hier, was für mich wie ein zumindest behilfsmäßiger Fahrradweg aussieht, ein Auto entgegen. Bin mir nicht sicher, ob ich dumm war oder er. Auf jeden Fall war für einen kurzen Moment zu viel Dummheit auf zu wenig Platz. Eine nächste Möglichkeit geradeaus. Ja, dann eben wurde ich hier irgendwie gerade, kam von da jemand, wollte links abbiegen, hat mich so gerade noch gesehen. Naja. Das ist jetzt nicht Deichfahren, aber wir machen schön langsam. Roll hier einfach mit den anderen mit.
Ich glaube, wir sind jetzt doch schon ganz schön zentral. Die Dichte der Fahrradfahrer und anderer Menschen und anderer Verkehrsteilnehmer ist relativ hoch. Und so richtig entspannen kann ich mich gerade nicht. Gerade eher hoch konzentriert. Da kommt die nächste Ampel. Der Puls steigt. Adrenalin schießt in den Körper. Das ist doch das Hotel, in dem ich immer war. Aber hundertprozentig. Hier geht es über die Brücke. Ja, 100%. Das ist ja witzig. Also früher, als ich noch Geschäftsmann war, bin ich immer in diesem Hotel hier abgestiegen. Für richtig viel Geld. Und dann habe ich mir das hier gegeben, was die hier alle machen. Bin hier rüber gegangen. Und dann ist man mitten im Alles oder Nichts. Und oh mein Gott. Warum muss ich ausgerechnet hier durchfahren? Das ist ja jetzt... Genau das wollte ich nicht. Genau das wollte ich nicht. Genau das wollte ich nicht. Aber witzig, ich bin das erste Mal in Amsterdam und erkenne was wieder. Bisher habe ich mich hier immer nur verlaufen und ich war bestimmt schon 20 Mal in Amsterdam. Ach du Scheiße, Alter. Wo soll ich denn da hinpassen? Das geht ja gar nicht. Ich habe ja gar keinen Platz für mich. Ich fühle mich hier nicht sicher. Ich fühle mich kein bisschen sicher. Ich fühle mich zu 20% überfordert und damit meine ich 100. Ja, das waren jetzt 120%. Geht es wieder 110. Naja, also atmen. Mit ein bisschen Glück war es jetzt alles an Innenstadt. Aber wirklich witzig, dass von all den wenigen Orten, die ich in Amsterdam wiedererkenne, ich genau an dem jetzt gerade vorbeigefahren bin. War natürlich nicht so geplant. Ich habe einfach von meinem Standort die Route zu meinem Kumpel eingegeben. Ja, ich glaube, wir haben es überstanden. Jetzt wird es wieder Normalstadt. Das ist alles handelbar. Aber das gerade war echt ein bisschen zu viel. Die beiden gießen hier die Straße, damit es ein bisschen anspruchsvoller wird. Ich glaube, das ist der einzige Grund. Die letzten 300 Meter. Ich meine auch, es ist ein bisschen wieder zu erkennen hier. Ja, also ganz einfach, je weiter man sich vom Stadtzentrum fernhält, desto radfahrerfreundlicher wird das dann auch wieder. Hier ist jetzt wieder alles chillig. Aber gut, sind wir echt jetzt doch nochmal Amsterdam City abgefahren. Jetzt nicht ganz am Bahnhof zentral, aber das war schon mindestens der Randbezirk des Wahnsinns. Haben wir den mitgenommen. Dann gibt es jetzt erstmal gleich was zu essen. Gucken wir, ob die beiden Hunde sich verstehen. Und dann geht's erstmal zum Strand. Er legt hier echt Tempo vor. Ich muss hier mit Unterstützungsstufe 2 nachziehen, dass ich das überhaupt schaffe. Ist mir durchaus überlegen. Da hilft auch der Elektroantrieb nicht. Aber bei den Ampeln kriege ich ihn wieder. Manchmal haben wir ein Kreiseln, gewinnt er wieder. So, dieser Kanal, an dem wir jetzt gerade fahren, geht im Kreis. Und man kann jetzt einmal theoretisch 60 Kilometer eine Runde fahren. Dann kommt man einmal um die Stadt rum, wenn ich es verstanden habe. Dafür, dass wir jetzt hier wirklich noch in Amsterdam sind oder vor Ort, wieder sehr, sehr schön. Die Geschwindigkeit, die ist echt hart. Und er chillt da vorne, ne? Er fährt halt doppelt so schnell normalerweise. So, kleine Pause von der Raserei. Hund geht in Schatten. Er geht ins Wasser. Ich werde dem gleich tun. Hier könnte sogar der Hund ins Wasser, wenn er wollte. Pass auf, rein. Ja, hier ist auch nicht tief. Also hier kannst du nicht mehr stehen, da vorne schon.
Also, schwimmen. Freund, gut. Komm, Barney. Komm rein. Komm, Barney. Komm rein. Komm, wir schwimmen jetzt. Kleiner schwarzer Hund. Barney, wir schwimmen. Oh, nicht auf die Fresse legen. Gut, dass ich mir diese Schlappen gekauft habe. Die machen gerade einen sehr guten Dienst. Das ist angenehm. Barney, komm auch rein. Komm, bis hier vorne kannst du rein. Wirklich, das geht. Hier, kannst du doch rein. Schwimmen war richtig gut. Schön nass. Ich habe jetzt auch gelernt, warum das hier so ist. Das machen die nämlich ab 25 Grad im Sommer. Also die Bewässerung der Brücke. Damit die nicht reißen. Weil Metall verformt sich bei Hitze, Brücke kaputt, schlecht. Deswegen Brücke bewässert im Sommer. Wusste ich nicht, hat er mir gerade erklärt. Fahren hat nicht so Lust gehabt, ins Wasser zu kommen, fauler Hund. Ah, das war richtig schön. Richtig schön. So, ein kleines Päuschen. Vielleicht nochmal da rein, mal gucken. Ja. So, wir haben mal die Räder getauscht. Also, ich bin noch nie Rennrad gefahren. Deswegen werde ich mich jetzt wahrscheinlich eher auf die Nase legen. Das ist schon auf den ersten Metern richtig wackelig. Gott, ich dachte, meins fährt scheiße. Nee, ich will wieder meinen Kackofen haben. Das ist hier nicht, aber das wiegt nichts, ne? Das kannst du hier so, zack, anderthalb Finger. Ihr Feini, ein feiner Hund. Musste ich nur ein einziges Mal rufen, ne? Ja, weil er das kann. Ja, weil er das nämlich kann. Der kommt gleich wieder mit dem Auto. Ich habe das gesehen, dass der weggefahren ist. Der hat das nicht geklaut. Nein, der hat das nicht geklaut. Der kommt wieder. Wirklich, ich habe ihm das erlaubt. Ich habe ihm das wirklich erlaubt. Ja, ist ja gut. Dein Zuhause hat er weggenommen, wa? Das kommt wieder. Ganz bestimmt kommt das wieder. Also, wäre schon gut, wenn es wieder kommen würde. Ansonsten müssen wir halt damit jetzt fahren. Und auf einer Skala von 1 bis 10? Ich bin ein bisschen irritiert. Ich fahre jetzt ohne Batterie. Ich habe das Gefühl, dass die Batterie nicht trotzdem irgendwie ein bisschen bremst oder so die ganze Zeit. Ja, du trittst das Getriebe mit, das stimmt. Du, das ist bei dem Fahrrad so, dass du das nicht entkoppelt, wenn die Batterie aus ist. Das heißt, du musst trotzdem den Motor drehen. Ja. Das merke ich ganz deutlich. Ja. Naja, ne? Das heißt, ohne Motor zu fahren macht gar keinen Sinn. Überhaupt nicht. Es ist grauenhaft. Also möge jeder, der ein Hund ist oder einen Fahrschein hat, sich in diesem Fahrzeug befinden. Danke. Ich kann auch sehr überzeugend sein. Aber Dennis, wenn du ja Fahrradfahrer sein willst, gibt's eine goldene Regel. Welche denn? Mir aufgefallen bei dir. Du musst es dir sagen. Du kannst sonst nicht Fahrrad fahren. Was denn? Also bei der Sonnenbrille weiß ich es nicht, aber die Bügel müssen über. Das ist ganz wichtig. Es steht in der Fibel die 70 Fahrradfahrer. Ich werde das jetzt mal ausprobieren. Das ist ganz wichtig, ist unheimlich wichtig. Also das ist natürlich, das habe ich bisher dann wahrscheinlich die ganze Zeit falsch gemacht. Ja, habe ich auch, aber das ist unheimlich wichtig. Deswegen der Gegenwind. Hey, bei der Tour de France, kein Fahrradfahrer wird die drin haben. Der wird ausgelacht, von der wird verspottet von allen. Ernsthaft. Das ist ganz wichtig. Na gut. Das ist ganz wichtig. Muss man immer darauf achten. Da lang. Also jetzt nach Hause, ne? Ich habe kein Zuhause, also ich habe mein Zuhause dabei, also mir ist das egal. Also. Ich habe ihn jetzt gebeten, mal ein bisschen das Tempo rauszunehmen. Es klappt sehr, sehr gut. Jetzt haben wir hier so meine Wohlfühlgeschwindigkeit erreicht. Ja, so gefällt mir Amsterdam-Tour. Habe ich ehrlich gesagt auch so noch nicht gemacht. Na gut, wir sind jetzt ein bisschen außerhalb, Richtung Schiphol, glaube ich, wird es genannt, Airport. Aber es ist halt alles noch Amsterdam. Das habe ich heute Mittag schon gesehen, diese Touri-Mengen. Nicht schön.